watch me. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't tell what you need. Sind davon hier auf den Wegen. Tausende, Millionen. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt umkehren. Vielleicht kommt da jemand raus. Ja, ich wollte dann eben ein Vögelchen fotografieren. Moin. Hab das geliehene 500er vom Klaus draufgepackt. Der Vogel blieb so lange sitzen, bis ich die Kamera in der Hand hatte. Dann war es weg. Und was auch weg war, war dann die Komoot-Route. Die hat dann auf Speichern gedrückt und anstatt Komoot dann einen Zurück-Button macht, nee, kann man direkt die Route bewerten. Ja, und somit war die Route jetzt beendet und jetzt musste ich sie neu starten. Großartig, Komoot, bitte dort einen Zurück-Button hinbauen. Hat wieder die große Fresse. Der Vögelmann vom Süden. Ja, vielleicht erkennt ihr das. Hier war der Klaus, mit wem weiß ich nicht mehr, und hat den Uhu fotografiert in diesem Steinbruch. Wie hieß der hier, Bill? Weilberg. Der Steinbruch Weilberg bei Königswinter. Ja, leider ein Misserfolg, aber wunderbare Aussicht. Ich zeige euch das mal hier. Da unten sitzt ein Reiher, den habe ich schon fotografiert. Ja, und die schöne. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich im Heiko hier mit einem überziehe? Ja, stimmt. Der Heiko sagt gerade, seine Frau ist nur die Heike. Aber wir müssten eigentlich mal eine Bestandsaufnahme machen von Heiko. Wir sind angekommen am Parkplatz. Dann hat er sich erstmal ein Bier reingezogen. Ein helles, ein Lagerbier. Dann eine Pommes,
glaube ich, mit einer Currywurst. Nee, nur ne? eine Currywurst mit Brötchen. Nur eine Currywurst mit Brötchen, genau. Dann sind wir mit der Fähre rübergefahren. Hast du dann noch was auf dem Weg zum Kloster gegessen? Nein. Sicher? Nee. Ja, und am Kloster war es dann ein Augustiner 05 und ein Eintopf. Mit zwei Würstchen, das, der war sehr lecker. Mit zwei Würstchen drin. Ja, und jetzt wandern wir endlich weiter, weil hier ist ja scheinbar kein Uhu mehr ansässig. 1000 Vögel, wie ihr hört vielleicht, aber keiner, den ich fotografieren könnte, die sind unsichtbar. Naja, ich zeige euch noch mal eben ein Panorama, weil Fliegen... Hat das Siegburger Pleitegeier. Fliegen darf ich hier leider nicht. Gesundheitstrainer. Das Bein eine andere Belastung ist. Nee. Das ist normal, um die Konzentration auch nur auf das Gehen. Weil wenn du rückwärts gehst. Ja. Endlich mal ein Naturpfad. Ein bisschen. Es sind nur noch 6 Kilometer. ein Kilometer durch die Hölle geschafft. Achso. Sehr gut, Heike. Das hast du sehr gut gemacht und es war auch sehr schön dort. Ja, doch, das war schön. Ich habe nur gedacht, boah, Stefan, wenn da oben nichts ist, was schön ist, dann ist klar. Ja, ihr lieben Leute, es sind noch 5 Kilometer. Mein Fitnesslevel ist sehr schlecht geworden, muss ich feststellen. Ich habe einen Puls, den ich jetzt gar nicht nennen will. Ich weiß aber auch nicht, ob die Uhr richtig das Ganze macht. Sehe ich eigentlich besser aus, wenn ich hier das Lämpchen anmache. Guck mal, bei Tag mit Lämpchen, aber das ist zu hell, oder? Oh, Flacker. Ja, auf jeden Fall noch etwas über 5 Kilometer. Gehen hier schön die Serpentinen hoch. Schöner Naturpfad. Was für Heikes Knie leider nicht so gut ist, deshalb gehen wir ein bisschen langsam. Aber da vorne kommt eine Bank, sehe ich gerade. Vielleicht machen wir ja mal eine kurze Rast. Soll ich mal die oberste Spitze schubsen? Der Heiko, der spricht ja immer von Häufis. Und hier sind jetzt ganz viele von den Häufis. Heiko, noch ein Häufi. Oh, der gähnt, dem ist so langweilig. Die Tour ist so langweilig. Wir gehen nicht schnell genug. Der alte Soldat. Was soll man sagen? Hier, ich zeige euch mal den Turm. Kann natürlich sein. Manchmal sind auch Geocaches unter so Steinhäufis. Frau Holzberg. Ja. Sie haben einen schönen Po. Oh. Danke. Aber warum wedeln Sie so mit den Armen? Bewegung. Ja, das mal gesagt von deinem Model. Das ist die Ines, hat mal genau gesagt, Haut muss atmen. Genau.
Hallo Ines, an dieser Stelle, meine Frau macht dich nach. Nein. Es sind allerdings keine Weisen mehr, was wir hatten, 3 Grad oder 5. Ein wirklich schöner Weg. Und der geht gleich wieder hoch. Oh wei, oh wei. Da hat sich Heike aber was angetan. Eine Übernachtung mit 2 Zimmern gebucht. Zwei Doppelzimmer. Also 4 Personen, das geht. Ja, alles gut. Ich wollte nur sagen, bis 19 Uhr muss man bei Ihnen gewesen sein. Wir sind allerdings noch auf einer Wanderung. Okay. Alles klar, okay. Vorab eine Frage, bei Ihnen essen kann man nicht, ne? Man darf ne? heute keine Angst mehr haben. Okay. Die Hotels lassen einen immer rein. Später draußen, wie das draußen in dem Garten da noch sitzen. Okay. Deswegen, das hat sich alles vom Klopfer vorne dran. Und wenn ich mit dem Heiko gehe, ich eine Hand sehe. Toll, ich bin ein super Reimer. Hier ist auch wieder eine Hand. Heiko, hier ist wieder eine Hand, die diesmal wieder, aber nicht den richtigen Weg zeigt. Glaube ich. Wie die Hand auf unserer letzten Wanderung. Oh ja, wo der Finger so nach oben ging. So, hier sind wir. Dahinter ist Heiko und Heiko. Wir warten auf die Fähre. Wir fahren jetzt rüber in Richtung Hotel nach in der Nähe von Sinzischatz. Ne? Genau. Jo. Und dann werde ich wohl die Tour beschreiben und ein Abschlussstatement machen mit den anderen beiden. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen kaputt. Das kann ich sagen. Und Heike hat sich tapfer geschlagen. Meine Frau auch sehr.
Aber mit Heike war ja ein bisschen kriminell, aber ist alles gut gegangen. Wir sind heil hier angekommen, kein Hals- und Beinbruch. Ja, dann können wir gleich den Abend hoffentlich schön abschließen. Ich muss unter die Dusche. Wir haben es geschafft. Heike hat es geschafft. Wir sind auf der Fähre und fahren nach, was ist denn da drüben? Godesberg. Nach Godesberg und dann nach Sinzig oder irgendwas. Ne? Ist das Hotel auch in Sinzig? Ja, da. In der Nähe. Kilometer davon. Ja, und dann müssen wir duschen und uns was Schönes zum Trinken und Essen suchen. Ja. War es einigermaßen oder bist du mir böse? Alles gut. Ja, zwischendurch hat es schon mal grimmig geguckt. Ja, das dürfen wir auch. Also mir tun auch die Schultern weh von dem Jack Wolfskin-Rucksack, der alte Fotorucksack, das ist nicht so gut zum Wandern, aber. Also alles in allem war es Wetter. Schön. Wetter war optimal. Hammer. Ja. Strecke war schön. Ja. Aussicht war super. Ja. Die Leute waren super. Die Leute wollen das, was passiert. Tschö Leute, wir melden uns später, wenn wir volltrunken sind. Ich kenne ja noch von der Feuerwehr, dass Maibäume aufgestellt werden und unsere waren auch schon relativ groß. Aber dieser Feuerwehr-Maibaum hier. Der absolute Wahnsinn. So, wir mussten hier abseits parken, das Hotel hat keinen Parkplatz. Und jetzt gehen wir mal schön zu Fuß zum Hotel. Mitten in der, weiß ich nicht, was wir hier sind, Pampa. Haben wir noch ein Restaurant gesehen? Nee, ne? Doch, da wo du in die Emmernstraße gefahren bist. Sehr löblich, Schatz, dass du meinen Koffer schleppst. Wobei es unser Koffer, aber. Überfüllung geschlossen. Das ist geil, dass hier ein Stadtfest ist, ne? So, ich zeige euch nur oben rum. Ich bin fertig fürs Duschen. Meine Frau ist schon drin. So, das ist unser Zimmerchen. Hat Heike super ausgesucht. Echt schick. Ja, sorry, wir haben gerade das ausgepackt. Treffen uns schon wieder in einer halben Stunde draußen. Ja, aber hier lässt sich's leben. Das Doofe ist nur, da schimpft Heike gleich bestimmt. Wir müssen jetzt 1,5 Kilometer noch zu einem Restaurant laufen. Und wir haben so ungefähr 15 gelaufen, habe ich gesehen. Also, ja, sie hat schon gemeckert, aber ich habe gesagt, kein Problem, wir haben keinen Rucksack und nichts dabei. Also, ist ja zu schaffen, ne? So, Heike wurde überzeugt, nochmal zu laufen. Jetzt geht's ab, jetzt geht's zum Essen. Das ist ein Dorffest. Heike, komm. Father and my friend, I sing alleluia.
Wir haben hier gerade festgestellt, wenn es zu Tränke geht, sind die Mädels richtig schnell. Sind mindestens 6 km/h, würde ich behaupten. Ein Springbrunnen macht für mich so, nach oben. Und das ist doch nur, oder? Ja, gut. Aber vielleicht heißt ein es Wasserspiel. Einkehren. Ich werde die ganze Zeit von Insekten gepiept. Soll man nicht besser reingehen? Ich habe gerade eine Mücke attackiert. Tut mir leid. Dann geh rein. Steck draußen. Wir haben kein Insektenschutzmittel dabei. Das heißt, ich muss mich mit Schnaps einreiben. So, wir sitzen in La Fontana. Der Heiko spricht dazwischen. In La Fontana. Da hinten ist der Laden. Sehr gemütlich. La Fontana ist hier. Ja. Ja. Wenn wir genug getrunken haben, dann müssen wir gleich Pipi. Naja, aber ein gemütliches Lädchen. Ja, und gibt jetzt lecker was zu essen zur Belohnung. Frau Holzberg, haben Sie eine Auswahl getroffen? Nee. Ich habe Hunger. Ja, ich beeile mich. Ist ja auch gerade erst fertig geworden. Nee, schon länger, aber ich bin noch zu Hunger. Leute, dann nehme ich Pizza Rucola. Jetzt ist da Schinken drauf, sonst muss der Schinken extra bestellen. Boah, ich werde die ganze Zeit geblendet von dem Licht. Du hast mir auf die Füße getreten. Entschuldigung. Was bestellst du denn jetzt, Heiko? Ja, ich würde auf jeden Fall eine Hühnersuppe vorneweg. Die gibt's auch? Ja. Du alles findest. Und dann glaube ich entweder das Schweinesteak oder den Salat mit den verschiedenen Fischsorten dabei. Your peace surrounds me.